Hallo, hier spricht der Bormann aus Berlin. Ich muss kürzer treten. Meine Herzkatastrophe, ja, das wäre das richtige Wort dafür. Meine Herzwerte sind nicht gut. Ich werde zu weiteren Untersuchungen gehen. Ich werde aktuell nicht stationär aufgenommen im Krankenhaus, hoffe ich. Ich werde weiterhin versuchen, kurze Videos hier einzustellen, die vor allem neue Links zum Thema versammeln in der Beschreibung. Ich habe inzwischen herausbekommen, dass die Firma Alphabet, die Mutter von Google, dieser Suchmaschine, auch eine Tochter hat, die schon ein richtig fettes Pharmaunternehmen ist und fett verstrickt mit allen anderen Pharmafirmen, die in diesem Impfbusiness tätig sind. Das heißt, sie müssen sich überhaupt nicht wundern, warum fleißig auf Google unsere wichtigen, richtigen, faktischen Informationen unterschlagen werden, während irgendwelche Impfinformationen nach vorne gejubelt werden, die nichts anderes sind als Werbung. So, dazu passt auch, dass YouTube, eine weitere Tochter von Alphabet, natürlich dann sich bemüht, alles, was hier an Fakten zum Thema Corona von unserer Seite präsentiert wird, sofort zu löschen, wenn es irgendwie geht, ob es jetzt der Wodak ist oder ob es eine Neurologin ist, ob es Maskengegner sind, was auch immer. Wir beißen im Moment gerade auf Fels, ja. Und ich empfehle dringendst, Telegram Messenger zu installieren. Es dauert ein bisschen, bis man die entsprechenden Gruppen zusammengesammelt und gefunden hat. Ich werde sie dabei unterstützen in meinen Beschreibungen. Hinzu kommt vielleicht, dass es ganz gut wäre, sich auch bei BitChute vielleicht anzumelden, falls man dort mal ein Like hinterlassen möchte auf dem Video oder einen Kommentar schreiben. BitChute.com ist im Moment eine Videoplattform, auf der noch nicht fleißig gelöscht wird, auf der man die kritischen Videos auch noch reinstellen kann. Also, bleiben Sie dabei. Ich werde ganz schnell wieder gesund, hoffe ich. Aber ich fahre jetzt tatsächlich eine Corona-Schon-Maßnahme hier für mich und ich werde versuchen, nur noch die Hälfte meiner Zeit darauf zu verwenden. Wird mir schwer fallen, aber gut. Gucken Sie sich diesen scheiß Stein vor mir an. Oh, eigentlich ist er ganz schön, aber ich werde jetzt mal ein bisschen spazieren gehen. Also, in meinen Beschreibungen jeweils aktuelle Links zum Thema. Tschüss.